Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kurze Einleitung zu den Clips hier. Das Standbild im Propheten Daniel deutet man so. Goldenes Haupt ist Babylon, silberne Brust mit silbernen Armen ist Medo-Persien, das Doppelreich. Dann kommt der bronzene Bauch, Alexander der Große. Auf Alexander den Großen folgen zwei Beine. Das sind eiserne Beine und die stehen für Ostrom und Westrom. Und in der Endzeit kommt ein europäisches Reich auf mit 10 Zehen. Problem bei der Auslegung ist, niemand kann erklären, wer die beiden Füße sind. Denn das ist ja auch ein wichtiges Thema. Und bei dieser Art der Auslegung geht man davon aus, dass man die beiden Beine, die übrigens keine Beine sind, sondern Schenkel, denn im Daniel steht seine Schenkel aus Eisen, die schiebt man auf jeden Fall rüber 2.500 Kilometer nach Westen, und zwar nach Rom, nach Italien. Und wenn man das tut, fällt ein Standbild um. Die Beine müssen auch immer unter dem Torso stehen, auch bei einem Standbild. Und das muss auch hier so sein. Also ist meine These, wir schieben die Beine, die keine Beine sind, die schieben wir wieder zurück in den vorderen Orient und gucken, ob Daniel das hergibt. Und das ist tatsächlich auch der Fall, ganz unerwartet. Wird in Daniel nämlich nirgendwo vom Römischen Reich gesprochen. Und diese beiden Beine sind auch keine Beine, sondern Schenkel. Und historisch gesehen war es so, dass auf Alexander den Großen nicht das Römische Reich gefolgt ist, sondern seine 4 Diadochenkönige, Kassander, Lysimachos, Seleukos und Ptolemäus. 4 Diadochenkönige, 4 Schenkel. 2 davon waren sehr mächtig, nämlich Seleukos und Ptolemäus. Und 2 davon waren unwichtig und klein und politisch schwach, nämlich Kassander und Lysimachos. Genau wie die Schenkel bei einem Standbild auch. Wenn die These stimmt, die zu Beginn jetzt vielleicht sehr naiv klingt, aber durch den ganzen Propheten Daniel durch verständlich ist und auch in der Bibel so gezeigt wird, dann müssten wir wirklich diese Schenkel alle in den vorderen Orient schieben können. Wenn wir das aber mit den Schenkeln tun und die Schenkel dann unter dem Torso stehen und das Standbild dann auch zu stehen kommt, dann müssten wir auch die Füße in den vorderen Orient schieben und dann müssten wir auch die 10 Zehen in den vorderen Orient schieben. Und die werden auch im vorderen Orient gezeigt, die werden von Daniel gezeigt, von der Offenbarung gezeigt und man findet die auch 3-mal in den Evangelien. Kennen wir auch alle, bringt aber niemand in Verbindung mit dem Standbild in Daniel, weil alle immer nach Rom gucken. Ich blende euch hier oben das mal ein, da könnt ihr draufklicken, wenn ihr Lust habt, euch die Reihe anschauen. Ich finde das hochspannend, würde mich freuen, wenn ihr euch die Zeit dafür nehmt. Wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.